So, jetzt gehen wir mal in die ernsten Themen rein. Ja, was sollen wir als erst gucken? Mahan, Mahan. Die Leute schreiben Mahan. Okay, dann gucken wir mal rein. 8 Minuten. Der größte Fake-Rolex-Store in Istanbul. Was werden wir hier sehen? Werden wir hier echte Uhren sehen? Oder gefälschte Uhren? Ich tippe mal auf Zweiteres. Wir gehen rein und Mahan, zeig uns die Welt. 100.000 Euro, das ist der Preis für eine Richard Mille Uhr. Das ist natürlich den meisten Menschen viel zu teuer. Aber nur den meisten. Und deshalb gibt es diese 600 € Fälschungen von Richard Mille. Wo es diese Fälschungen gibt und wie bin ich dorthin gekommen, das werdet ihr in diesem Video hier erfahren. Ich habe mich in Istanbul auf der Suche gemacht nach dem krassesten Uhrenstore, wohl bemerkt Fake-Uhrenstore, und bin fündig geworden, Leute. Wir haben einen krassen Store gefunden. Wir haben uns dorthin führen lassen. Es ist ein Top-Secret-Ort. Keiner darf rein theoretisch wissen, wo der Ort ist. Wir waren auf dem Grand Bazaar in Istanbul und dort haben wir uns von Leuten ansprechen lassen, die gerochen haben, dass wir auf jeden Fall auf der Suche nach Uhren waren. Die haben uns zu einem Weg geführt, der komplett komisch war, durch irgendwelche Geheimtüren. Also ihr merkt, die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr hoch und es wurde auch wirklich streng darauf geachtet, dass keiner diesen Ort erreichen kann. Besonders nicht die Polizei. Wir sind trotzdem mitgegangen, wir haben uns trotzdem mit den Leuten dort unterhalten, geschaut, was verkaufen die da genau, woher kriegen die Sachen. Leute, das war einfach ein Rolex-Store gefühlt. Ich gehe so weit und sage, es gab dort wahrscheinlich jede Fälschung von jeder Rolex-Uhr. Wie kann man so ein Business mit so strengen Auflagen eigentlich in Türkei machen? Das werden wir alles in diesem Video erfahren, Leute. Er meinte, er hat 1:1 Uhren und bringt uns jetzt zu so einem Safety Room. Bin mal gespannt. Ich habe damals mal mit John Broke auch sowas gefilmt. Da mussten wir auch immer so rechts, links, da hin, her gehen. Also bisher hat mich nichts irgendwie aus den Socken umgehauen. Alles sieht scheiße aus. Ist einfach Farfetch-Tag, Digga. So, wir sind jetzt hier in diesem Ort. Ja. Ja. Das ist alles noch schlechte Qualität. Das ist alles schlechte. Jetzt geht's richtig los. Und das ist jetzt auch scheinbar der illegale Ort. Shit. Oh shit. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Laden. Hello, hi. Hello. What's your name? Afrim. How old are you? 30. 30? Mashallah, mashallah. Schauen wir uns mal ein bisschen hier mal um. Also das soll jetzt einer der krassesten Uhrenläden in Istanbul sein. Also Fake-Uhrenläden wohlbemerkt. Problem ist, jeder sagt das so über sich, ne? Dass, ja, wir haben die besten Fakes und so weiter. Wir müssen mal Uhren im Close-Up sehen. Und ich frage mal einfach mal jetzt nach dem besten Fake. What is your best fake? The best one. That's the new one. Ich sag mal so, ich habe eine Sache gelernt. Ah, zum Beispiel da sehe ich halt schon mit Abstand, dass kein guter Fake ist, weil du siehst hier schon die Beschichtung, das ist halt nicht, also das innen drin ist ja so eine, Normalfall die, eine Platinierung. Also hier innen drin ist eine Platinbeschichtung. Und das hat so eine körnige Struktur. Und ich sehe jetzt schon auch, dass die Proportion, dass das ist nichts. Und zwar hier gibt es, ah, also siehst du, gab sagt es auch bei der Pepsi einen Übergang, den man wirklich ganz, ganz nee. Schwierig hinkriegt und hier ist gar kein Übergang drin. Das Ding ist, also ich sag mal so, das Band sieht gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Oh shit, und jetzt leuchten die sogar im Dunkeln. Diese 25, ich weiß nicht, ob das die gleiche Schrift von Rolex ist. Die ich sieht so ein bisschen, Bild zum Vergleich von die sieht ein bisschen eigenartig aus. Also jetzt auf den ersten Blick scheint das keine allzu schlechte Fälschung zu sein, aber es ist natürlich auch nicht 1 zu 1. Und das ist jetzt hier so mal dahingestellt. Ja, Bruder, da siehst du ja nichts. Da kannst du jetzt so, kannst du es nicht erkennen, aber die Proportionen gefallen mir auch nicht. Das Problem ist, die meisten Fake-Uhren kriegen diesen Teil hier nicht richtig hin. How much ist der? Lira. Ja, das sind jetzt, also das bei der Fake-Uhr, ich sag mal visuell bei einer Rolex, das ist, also wenn vom Feeling her sieht man viel und ja, also da kann ich jetzt noch nicht viel erkennen, aber das sieht halt nicht so gut aus. 6, 8, 220 Euro für die Uhr. Guck mal, 220 Euro, das, für 220 Euro kriegst du nur Müll. Wenn, dann musst du diese Super-Clones holen, da kostet so eine Uhr schon 600, 700 Euro. Also ich sag mal so, 220 Euro für die ist schon viel. Cartier Santos. Guck mal, ich sag dir ehrlich, bevor du für 200 Euro so eine Uhr dir ziehst, da hole ich mir lieber zwei Casio-Uhren oder drei Casio-Uhren oder eine Moonswatch. Pff, das ist doch nix, ey. So, Cartier Santos haben wir jetzt. Zeig mal Santos, zeig jetzt mal so, Santos. Ne, jemand, der sich Fake-Uhren kauft, glaub bei Cartier Santos-Uhren. Ich sag euch mal so, ich würde... Ah! Oh, das Blau! Was mit dem Blau? Oh mein Gott! Guck
Guck mal, und das, ich verstehe nicht, warum die das nie hinkriegen. Das sieht so schlecht aus. Guck, so das Blau ist ganz, ganz anders. Das ist, also Gott, das sieht so schlimm aus. Bei der Uhr auf keinen Fall merken, was jetzt real oder fake ist. Es gibt hier bestimmt auch so ein paar Spots, woran man das merkt, aber hier merkt man das nicht. You have Cartier Santos Skeleton. Sogar Cartier Santos Skelettiert. Ich muss sagen, die Uhr ist echt schön. How much is that? 200. Okay. Und hier haben wir Richard Mill. Die Ziffernblätter, oh mein Gott, die Ziffernblätter. Also ich muss sagen, es ist krass, wie gut die Uhren hier gefaked sind. Solche Uhren werden von deutschen Stars gekauft, tatsächlich. Unter anderem Prinz Markus, der vor kurzem hochgenommen wurde. Ja, das sind genau diese Uhren hier. How much is the Richard Mill? Damals war das, ja. 650, but this is really expensive. But you have Richard Mill RM69. Mhm. Guck mal da zum Beispiel, ne? Das Material sieht halt nicht so aus. Also das ist jetzt kein schlechtes Material, aber die Oberfläche halt so sieht halt nicht nach, also es ist halt nicht, Richard Mill hat keine Uhr, die diese Oberfläche hat und die so aussieht. Mhm. Crazy. Real Carbon. Real Carbon. Okay, okay. Quali ist krass. Ich kann nichts sehen, ich sehe gar nichts. Also das Rubberband sieht gar nicht schlecht aus, aber jetzt dieses Band, was er hatte, sieht wirklich nicht so gut aus. Krass, also die kosten 650. What is your best one? The best one you have. This one is the best. Wimbledon. Das ist auch eine Uhr, die viele mögen. Er meinte gerade, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Fälschung. Ich bin kein Profi, Leute. Das zeige ich hier auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Ich beurteile das Ganze jetzt auch nur nach Aussehen und meiner Erfahrung. Aber ich muss sagen, ich finde hier die geriffelte Lünette auf jeden Fall irgendwie komisch. Keiner checkt das. Die Lünette, die ist... normalerweise würde ich sagen, die ist größer als meine Zukunft. Aber das stimmt ja nicht. Aber die Lünette ist schon sehr groß. Aber ich finde schon die Lünette ein bisschen eigenartig. Die APs sind hier auf jeden Fall auch am Start. So schnell kann ich gar nicht gucken. So, wir holen jetzt einmal die Uhr. Ich werde da gleich für verhandeln. Das ist eine Datejust, eine ganz clean. Und er will jetzt als Anfangspreis 220. Mal schauen, wie weit wir das Ganze runterkriegen. 13.900 Telle. Er hat auf 11 runtergemacht. Auf 11.000 hat er das jetzt runtergemacht. Tamamabi. No, tamamabi. Sie sind Enson. 10.500 sagt er jetzt. Guck mal, jetzt sagt er, es ist schon möglich. Boah, die ist unnormal schön, ne? Einfach Dings. Laptop habe ich in der Hand. Check my quality. Check the differences. Take your hand. Jetzt gibt er uns eine schlechte und eine gute. Die müssen jetzt erstmal die Gründe nennen, weshalb die Uhren das Geld wert sind. Nein, das ist nicht. That's plastic glass. Yeah. You see? Not sapphire. Yeah. You see? Yeah. That one. Okay. Also Saphirglas, das ist jetzt kein Kostenpunkt, ne? Also es ist zwar schön, dass die irgendwie das als Qualitätsmerkmal rausarbeiten, aber Saphirglas ist jetzt kein Kostenfaktor. You see there? Die Farbe bleicht ab. Check the weight. The quality you can find inside bazaar 3500 4000. And there is no guarantee for that. For our stars we are giving 2 year guarantee. Nobody any fight at all. 8000. Ich habe ihm auch nach 5 gesagt. I will do 9000 for both and you will give this little kid 200 dirham. That's good. 8500 and we give him tip. 8500. Wir haben die Uhren gekauft, wir haben sie mitgenommen. Ich habe die tatsächlich zusammen mit Dennis in seinem Video genau ausgepackt und mal genau unter die Lupe genommen. Wer sich das Video anschauen will, das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt, erster Link dazu. Dann kommt ihr auf jeden Fall zum Video. Dort testen wir die Uhren. Wir schauen, wie gut sind die Uhren gemacht. Gehen da ein bisschen detaillierter auf das Teil ein. Dennis hat auf jeden Fall auch nochmal den Produkttester gedreht. Checkt auf jeden Fall das Video ab, Leute. Und abonniert auch Dennis an der Stelle. Zusammen unterwegs, Leute. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Einblick... Also, als Fazit kann man sagen, die Uhren waren jetzt nichts. Es gibt schon Fakes, die krass sind. Aber da muss man halt auch dann schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Als Feedback kann ich nur immer wieder sagen, Leute, kauft euch keine Fakes. Diese Form der Belohnung, die man durch solche Käufe erreicht, sollte man sich aufsparen. Wenn ihr nur 60 Euro habt oder 70 Euro, holt euch einfach eine Casio, ja, und...
zelebriert das und nehmt euch das als Ziel. Wenn ihr das visualisiert, wenn Gott will, dann wird es euch schon, wird er es schon euch ermöglichen, dass ihr eine teure Uhr irgendwann mal bekommt. Aber es macht keinen Sinn, so diese Fake-Geschichten, da habt ihr auch keinen Spaß dran. Und jeder, der so ein bisschen sich damit auskennt, wird das Ganze auch direkt sehen. Also von daher, das bringt nichts. Ne? Auch, ich weiß, ich sag's häufiger, aber diese Uhren, die wir auch anbieten, ne? Alle möglichen Uhren, all diese Produkte, die machen euch ja nicht aus. Ne? Man denkt immer, wenn man sich jetzt eine teure Uhr kauft, dann denken die anderen Leute, dass sie krasser sind und dass man selber krasser ist. In gewisser Weise, natürlich hat es einen Effekt auf das Umfeld und natürlich, davon kann sich keiner frei machen, aber den viel wichtigeren Punkt ist der, dass man ja an sich selber arbeiten muss. Also vergiss mal die anderen Leute. Wenn du ein krasser Typ bist und du auch eine super Performance hinlegst und für die Gesellschaft eine Bereicherung bist, dann, also irgendwann wird das schon kommen, wenn du dafür Interesse hast. Aber das macht ja dich selber nicht aus. Also. Und nur weil die anderen Leute dann eventuell denken, boah, der hat es aber geschafft mit der AP am Handgelenk. Warte doch. Du wirst es, wenn du ein guter Typ bist, wirst du es schon schaffen. Guck mich an. Also im Jahr 2020 war ich ein ganz normaler Angestellter und habe meine 2.500 Euro bekommen und das war's. Ich habe natürlich immer nebenbei noch bei eBay also ich hatte noch ein Nebengewerbe bei eBay, aber ich hatte jetzt kein riesen Gehalt oder so, ne? Und das hat sich dann aufgebaut, ne? Und man kann es immer schaffen. Also ist natürlich, gehört noch harte Arbeit dazu, aber und auch man muss an der richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber ja.